Hola Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Harvest Neue Augen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier an meinem neuen PC auch die Einstellungen alles so wieder einigermaßen hingekriegt. Wir erinnern uns, das letzte Mal haben wir erfahren, dass hier ein Dr. Marcel auf dem in einem Kloster hier für Zucht und Ordnung sorgen soll. Und Edna ist jetzt ganz besorgt hier in diesem Schlafzimmer, da liegt sie und wir sollen ihr jetzt helfen. Ich weiß... was ist denn jetzt kaputt? Mit dem Inventar? Okay. Wir sind jetzt hier in diesen Schlafkabinen. Wir haben jetzt hier mit Zuka und Shai geredet. Shibuya, können wir nochmal anquatschen? Hallo. Riot Girl Rules. Riot Girl Rules. Ching. Alles klar. Ich hab's dir schon mal gesagt. Ach, du bekommst meine Haarnadel nicht. Die gebührt nur einer echten Kriegerin des Lichts. Kräfte des Lichts, ruf die Geister des Mondes. Und solange du uns nicht mit einer krassen paramilitärischen Aktion gegen die dunklen Mächte hilfst, brauchst du gar nicht erst mit unserer Unterstützung zu rechnen. Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein! Okay, gut. Gehen wir mal in die Haupthalle. Wir werden jetzt hier einfach mal uns ein bisschen umgucken. Ich dachte, da unten ging es zu den Betten. Was läuft denn da so blöd da rum? Da war Garrett ja schon. Lily beobachtete, wie der schmierige Mitschüler in der Kapelle verschwand. Nichts wie hinterher. Ich will jetzt aber nicht da hinterher. In den Schlafsaal. Wo geht's denn da hin? Ach, zum Brunnen. Aber wieso ist sie denn dann da raus, die Edna? Na, das macht ja gar keinen Sinn. Schulrabauken. Na, der sieht ja eher sehr schüchtern aus, als dass das ein Schulrabauke ist. Ach so. Okay, mit denen reden will sie auch nicht. Gucken wir mal in den Klosterflur. Aha. Was haben wir denn hier? Gargoyle. Der Gargoyle machte sich scheinbar Sorgen um seinen Kollegen. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Der Gargoyle hatte die Balance längst verloren. Nur noch ein dünnes Seil hinderte ihn am Fall. Warum gab er denn nicht einfach auf? Aha. Die Schuluhr war außer Reichweite. Aber der hat hier so einen komischen Holzbauch. Wartungsklappe. Ach. Ja, ist ja witzig. Guten Tag. Jetzt bin ich ja hier oben. Die Zeiger der Schuluhr sahen aus wie Schwertlilien. Und die verschnörkelten Maschen, die die Körbe dieser Blumen bildeten, wirkten wie Schwertscheiden aus einem Fantasy-Roman. Sie luden geradewegs dazu ein, etwas hindurchzustecken. Ach so. Knallfrösche. Knallfrösche. Wie waren die denn dahin? Dort hinaufgekommen? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Der Gargoyle. Nur noch das kennen wir ja schon. Gehen wir mal hier wieder runter. Achso, na dann. Ins Klassenzimmer. Hier geht's wieder zurück. Und zur Sammlung. Wir gucken einfach mal uns alles hier an. Ach so. Hängt da so ein Opa. Alter Greis. Nanu? Das war ja gar nicht das Skelett aus dem Biologieunterricht. Das war nur wieder dieser alte Mann. Aus dem Geschichtsunterricht. Quatschen wir den mal an. Oh, Besuch. Was für ein seltenes Tier. Der Habicht. Aber ich meine nicht das Remake. Ich meine das Original mit extra viel Ketchup, bitte. Ach so. Bitte. Wie unhöflich von mir. Ist das dann Meerschweinchen im Glas? Vorzustellen, wie es damals war. Beim Bau der Pyramiden. Ich war Chefauspeitscher an der Nordseite. Ja, so alt wirkt er. Ja. Ich habe in meinem Leben so einiges Tibet, rief ich. Unter drei verschiedenen Dalai Lamas habe ich damals als Teppichklopfer gedient. Bei einem war ich sogar als Wiedergeburtshelfer im Kreissaal dabei. Nicht so wie in dem Jahr,
indem ich Innenausstatter bei den Mayas war. Hier ein mystisches Schieberätsel zimmern, da einige Artefakte in dunklen Nischen verstecken. Oh ja, ich habe schon geheime Grabkammern versteckt. Da hast du noch in die Rockband mit dem Namen Inquisition Overload. Aber die ist leider gefloppt. Die Zeit war einfach noch nicht reif für diese Art von Musik. Und unser Schlagzeuger hatte die Pest. Ich bin alt geworden. So alt, dass ich selbst nur noch als Anschauungsobjekt für den Oh Gott, ich glaube, das wird sehr anstrengend, uns mit dem zu unterhalten. Hier, das meinte ich mit dem Meerschweinchen im Glas. Oh, ich glaube, mit dem unterhalten wir uns erst später. Das kann, glaube ich, dauern. Lass mit dem mal schlafen. In dem Regal gab es 3 leere Sockel. Das konnte etwas bedeuten. Oder auch nicht. Ah, Meerschweinchenglas. Irgendjemand hatte das Meerschweinchen in einem Glas eingesperrt. Das Tier nahm es gelassen. Es versuchte gar nicht auszubrechen. Nehmen wir mal mit. Das ist ja niedlich. Wir können es irgendwie öffnen. Das Murmeln. Meerschweinchen war wohl müde. Es zeigte sich vollkommen unbeeindruckt von Lillys Sachen. Das Lilly hatte Angst, dem Meerschweinchen zu tun. So ungeschickt, wie sie sich immer anstellte, würde sie Hilfe benötigen, um es zu befreien. Reumütig erinnerte sich Lilly an ihr Debakel mit dem Zwergkaninchen. Aha. Na, das ist ja was. Gut, dann packen wir das hier mal wieder weg. Und guck mal, was hier noch so gibt. Pfadfinder-Truhe. Noch eine Schatzkiste. Heute war der wahrscheinlich glücklichste Tag in Lillys Leben. Gleich nach dem Tag, an dem sie keinen Rhabarber essen musste, weil ihr ein Zahn abgebrochen war. Rhabarber. Hey, lass die Finger davon. Ich dachte, du schläfst, Opa. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Da lasse ich nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Oh, ich vermute mal, da müssen wir noch ran. Das heißt, Lilly, wir müssen uns als Pfadfinder zum letzten Nikolaus gewünscht. Stattdessen hatte sie Muskat bekommen, das vom Lebkuchen gefallen war. Ach so. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine Lass die Finger davon. Alles klar. Gibt's hier noch irgendwie was? Ich glaube, in dem Raum ist gar nicht so viel, außer dieser alte Typ da. Ich werde jetzt mal drücken, aber ihr seht, wir können hier nicht viel machen. Deshalb gehen wir hier wieder raus. Und wie gesagt, mit dem reden wir irgendwann anders, weil das dauert, glaube ich, viel zu lange. Ich weiß auch noch gar nicht, wofür wir diese Ausrüstung brauchen sollten. Aha. Birgit war die Lieblingsschülerin der Oberin. Oh. Sie musste das glücklichste Kind der Welt sein. Bestimmt. Du brauchst gar nicht versuchen, mich abzulenken, Lilly. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich so etwas wie Pflichtbewusstsein. Man wird nicht die Lieblingsschülerin der Oberin, indem man den ganzen Tag nur dumm in der Gegend rumsteht. So wie du. Ich arbeite hart für die ganzen Auszeichnungen und Belobigungen. Das Einzige, was meinem Lebenslauf zur Perfektion fehlt, ist das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Darum mache ich auch Überstunden, um meine Stickkunst zu perfektionieren. Die Oberin liebt diese Stickereien, denn die Tiermotive vermitteln wichtige Werte. Aber davon verstehst du nichts. Im Sticken warst du schon immer miserabel. Wie in eigentlich allem. Na, die scheint ja echt nett zu sein. Tiere. Ah, jetzt komm doch mal zum Punkt. Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Banner finden. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Aha. Falls du dich fragst, was ich hier tue, man nennt es Sticken. Ich weiß, das ist nicht gerade dein Fachgebiet. Sonst hätte dir die Oberin wohl kaum verboten, am Stickkurs teilzunehmen. Zu dumm.
Ich weiß ja, wie viel Spaß dir das Sticken immer gemacht hat. Lilly musste Birgit wohl recht geben. Ihre fleißige Freundin hatte wirklich viel mehr Talent. Das war noch lange kein Grund für Lilly, ihr eine unheilbare Krankheit an den Hals zu wünschen. Weder eine mit nässendem Ausschlag, noch eine, bei der man die Lungenbläschen aushustet. Ja, geil. Oberin. Oh, wende dich mit deinen Wehwehchen an die Oberin. Noch bin ich nicht ihre Stellvertreterin. Vielleicht ändert sich das, sobald ich all meine Auszeichnungen beisammen habe. Ihre Lieblingsschülerin bin ich ja bereits. Ruhe jetzt! Gerade hatte ich eine Inspiration für das Motiv des fehlenden Kantinenbanners. Verdammt! Jetzt ist sie futsch. Danke. Ganz toll, Lilly. Wenn du helfen willst, frag die Oberin nach einem geeigneten Tiermodell. Meine Vorlagen habe ich schon alle durch. Und denk daran, die Oberin ist um diese Uhrzeit immer in der Kantine und trinkt ihren Beruhigungstee. Also verirr dich nicht in ihr Büro. Alleine sollen wir da nicht rein. Und beeil dich ein wenig. Meine Noten hängen davon ab. Aha! Du wir wissen jetzt also, dass stören. In dem so Büro gerade keiner ist. So können wir uns ja ein bisschen umschauen. Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Ach ja. Ach ja, du bist doch so sympathisch. Die Tiermotive waren für Lilly tabu. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lilly nicht. Achso, das kennen wir ja schon. Lass das, das brauche ich als Vorlage. Okay, dürfen wir nicht mitnehmen? Vitrine. Die Vitrine war wie immer verschlossen. Wie so oft waren Lillys Bemühungen vergebens. Schade. Nur die Oberin konnte die Vitrine öffnen. Alles klar, dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir ihr den Schlüssel abluchsen oder so. Warum auch immer wir da dran müssen, aber das werden wir wohl noch rausfinden. So, ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal Garrett hinterher. Wen haben wir denn da? Grusel, Lilly. Wie war's bei der Oberin? Lass sie in Ruhe, Shawnee. Erst wenn sie zugibt, dass sie an dem ganzen Ärger schuld ist. Wir bekommen keinen Nachtisch. Genau, Memphis. Und draußen spielen dürfen wir auch nicht mehr. Ist es etwa zu viel verlangt, die Gründe erfahren zu wollen? Hack nicht so auf ihr rum. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ausgerechnet Lilly etwas Schlimmes angestellt hat. Dafür ist sie einfach nicht cool genug. Genau. Sie ist ja so ein braves Kind. Sie hakt, sie putzt, sie kocht. Eklig ist das. Und gefährlich. Denn irgendwie endet immer alles in einer Katastrophe. Nicht wahr, Lilly? Seit du im Kloster bist, gibt es einen seltsamen Unfall nach dem anderen. Man traut sich kaum noch aus dem Bett. Aber dich trifft keine Schuld, oder? Du tust ja nur, was man dir sagt. Bestimmt bist du auch jetzt gerade wieder für die Oberen unterwegs. Zeig doch mal her, was du da hast. Shawnee. Aha, ich wusste es. Ein Rezept von der Oberin. Tja, das behalte ich wohl vorerst. Mal schauen, wie es der Oberin gefällt, wenn sich ihr Essen verspätet. Und diesmal kann unsere brave Lilly die Suppe ganz alleine auslöffeln. Los, Jungs, wir hauen ab. Du bist unmöglich. Alles klar, Shawnee ist böse, Memphis ist irgendwie verklemmt und wie ist denn der andere? Den Namen vom letzten vergessen. Der scheint aber nett zu sein. Dann gehen wir doch mal zur Kapelle jetzt. Da wollten wir ja auch hin. Ja, geh doch einfach, Lilly. Und da geht's in die Kantine. Gut, was sollen wir da? Wir haben ja nicht das Rezept. Aber wir können ja mal Doris Hallo sagen. Die soll ja so nett sein. Nanu, wo war Garrett denn hin? Die Kapelle hatte doch gar keinen zweiten Ausgang. Na, hier sieht's ja aus. Frank. Hier hängt ein Mantel. Steinplatten. Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Wer ist denn Frank? Das Kreuz sah ganz schön wackelig aus. Lilly verstand nicht, warum man es nicht einfach andersherum aufgestellt hatte. Okay, Frank war voll und ganz mit den Bodenplatten beschäftigt. Hi, Frank. Ach, ich dachte, ich soll da nicht drauf. Warte. Nein, nichts. Ich dachte... Ich hätte ein Resonanzecho im Fußboden gehört. Und wo ein Resonanzecho im Fußboden ist, da kann auch der Hohlraum nicht weit sein. Eine Grabkammer oder ein versteckter Billardsalon für unverschämt gut frisierte Tempelritter. Hä?
Da fragst du völlig zu Recht. Was treiben Tempelritter in einem Billardsalon? Nur eines von unzähligen Geheimnissen, das die Tempelritter umgab. Wo kamen sie her? Wo gingen sie hin? Haben sie für die Strecke ein Gruppensparticket bekommen? Und wer war ihr Friseur? Die Antwort auf all diese Fragen ist dieselbe. Die große Kirchenverschwörung. Und die Beweise, so viel steht fest, befinden sich unter diesen Bodenplatten hier. Wenn ich doch nur das geeignete Werkzeug hätte, um sie zu lüften. Lüften. Ja, wie heißt das? Presslufthammer haben wir doch mit. Wo ist Garrett? Psst, gerade mal. Na toll, wenn es gerade einen Erdrutsch in den unterirdischen Grabkammern der Tempelritter gab, dann habe ich ihn jetzt verpasst. Wie zum Teufel soll man denn hier seinen Kirchenverschwörungen auf die Schliche kommen, wenn man in einer Tour gestört wird? Allein dieses ständige Gebeichte geht mir schon auf den Keks. Aber im Gegensatz zu dir sind das regelrechte Leisetreter. Keine Ahnung, wer das im Einzelnen ist. Die verkriechen sich im Beichtstuhl und kommen nur raus, wenn es ihnen zu laut wird. Sobald ich also das passende Werkzeug für meine Ausgrabungen gefunden habe, ist damit sowieso Schluss. Ich überlege gerade, ob wir dem den Presslufthammer echt geben sollen. Es tut mir leid, Lilly, aber ich habe wirklich kein Interesse an Smalltalk. Mich interessieren nur Kirchenverschwörungen. Darüber gibt es eine Menge zu erzählen. Aber leider ist das meiste geheim. Und ohne das richtige Werkzeug kann ich das Geheimnis auch nicht lüften. Also entweder gehst du und holst mir das passende Werkzeug, oder du gehst einfach nur. Das wäre mir auch recht. In jedem Fall soll ich gehen, alles klar. Du zerstörst die heilige Illumineszenz der Bodenplatten. Und wenn sie ihre Illumineszenz verlieren, dann sind sie garantiert nicht mehr in der Stimmung, ihr Geheimnis zu verraten. Und dass sie ein Geheimnis haben, steht wohl außer Frage. Ich erkenne Tempelrittersymbole, wenn ich welche sehe. Und wo Tempelritter sind, da kann die geheime Grabkammer mit Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung nicht weit sein. Wenn ich doch nur ein geeignetes Werkzeug hätte, um sie aufzubohren, dann müsste ich nur noch wissen, unter welcher Platte ich zu bohren hätte. Und hätte die Kirchenverschwörung am Schlafittchen, falls es sich um eine mit Schlafittchen handelt. Es gibt sie nämlich mit und ohne. Lilly war beeindruckt. Mit und ohne. Alles, was Frank sagte, ergab einen Sinn. Woher gibt das denn bitte Sinn? Ehrlich. Geben wir ihm mal den Presslufthammer. Bitte. Ah, sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlafittchen. Naja, ich fange erst mal an. Ach, guck mal, da ist Garrett. Verdammt, wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Wie der da rumbohrt. Alter, das Kreuz wackelt aber, ne? Ich würde ja jetzt gerne sagen, dass Lilly einen Plan hatte, dass sie darüber nachdachte, Garrett in den Beichtstuhl zu locken und dann einen Riegel davor zu klemmen. Aber Lilly dachte gerade an Ponys. Lilly dachte gerade an Ponys. Eine Abhörkammer. Das war der endgültige Beweis, dass Garrett für die Oberin spionierte. Eine Abhörkammer. Oh, Halterung. Ich würde ja jetzt gerne... Achso, aber Lilly dachte gerade an Ponys. Lilly verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Nur sie allein wusste, was sie in diesen Stunden vor sich hinmurmelte. Zumindest seit der Beichtvater an Herzversagen gestorben war. Verdammt! Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Hä? Ich verstehe noch nicht so ganz, was wir hier machen sollen. Nun ja, was gibt's denn hier noch anzugucken? Ich glaube, wir haben hier nichts mehr anzugucken. Wir werden jetzt hier mal... Obwohl, nee, wir bleiben jetzt erstmal hier. Und dann überlegen wir in der nächsten Folge, wie es hier weitergehen soll. Bis dahin sage ich erstmal ciao, Leute. Und wir hören uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann.